Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder soll ich einfach nur sagen, dem neuen Dragon Ball Sparking Zero. Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst auch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, direkt vorab gesagt, Bandai Namco und Melek persönlich selbst hat jetzt eine Kooperation zum Spiel Sparking Zero. Yes, wir haben es geschafft, liebe Freunde der guten Unterhaltung, dass wir mit Bandai Namco kooperieren können und für Sparking Zero einstehen, auftreten. Und ich werde natürlich bei der Gamescom dabei sein. Im letzten Video habe ich etwas dazu gesagt, dass ich ja da irgendwie vorbeigehen würde. Jetzt ist es aber ganz anders, sondern ich habe einen Auftrag. Also ich werde vor Ort sein, das Game testen. Ich werde es auch aufnehmen, sprich das Gameplay probiere ich zumindest. Und es ist so eine krasse, geile Neuigkeit. Deswegen ganz großes Dankeschön auch an euch. Denn ich habe bereits gesagt, das geht einfach ohne diese Community einfach überhaupt nicht. Weil ihr seid halt auch einfach ultra fleißig. Und falls ihr natürlich noch Fragen habt an die Entwickler und so. Ich habe bereits dazu ein Video dazu gemacht mit Gamescom 2024 Sparking Zero oder so. Checkt auf jeden Fall meinen Kanal ab, denn da irgendwo findet ihr das Video. Und könnt dort unter diesem Video die Fragen stellen, die ich den Entwicklern natürlich stellen soll. Ansonsten wisst ihr ja, dass die sogenannte Evo war und dazu gibt es exklusives Material. Plus, wir werden ein bisschen auf den Charakter Vegeta eingehen, denn dazu wollte ich sowieso separat noch ein Video machen, wieso meine Meinung ist zu diesem Charakter an sich. Und ja, dazu gibt es auch noch Gameplay-Material und werde es natürlich mit euch teilen. In diesem Sinne, let's go! Und zwar wisst ihr ja natürlich, dass die ja jetzt momentan ja diese Evo gestartet hatten zumindest. Und dort gab es ja auch wieder die Demo zumindest zum Anspielen. Und der YouTuber Dragon Ball Z Skills, ganz große Grüße gehen natürlich auch an den Urheber des Videos hier natürlich auch raus, der das natürlich dort gecaptured hat, um das natürlich mit uns allen irgendwie zu teilen. Videolink ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und der hat tatsächlich dazu auch nochmal, ja, einfach ein Material mehr oder weniger aufgenommen, wo auch eben Vegeta zum Beispiel auftaucht, also vorkommt. Und das schauen wir uns auch natürlich uns gemeinsam an, um einfach zu sehen, was ist da eigentlich. Und vorab auch vielleicht direkt gesagt, es ist so, ja, dass zum Beispiel jetzt bei diesem Menüpanel, den ihr mehr oder weniger jetzt hier auch gerade seht, es ist so, dass jetzt gerade das Menüpanel hier zwar jetzt noch irgendwie verfügbar ist, aber es kann sein, dass das geupdatet wird und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil viele es natürlich auch kritisiert haben unter anderem. Das heißt, das Menüfeld, wie wir es halt eben halt ursprünglich kennen von den Demos her, wird möglicherweise so nicht vorhanden sein, sondern es wird möglicherweise ein anderes Menüfeld sein und das ist ganz cool eigentlich, weil mir dieses Menüpanel auch nicht so krass gefällt, wenn ich ehrlich bin. Und von daher verstehe ich auch die Kritik der Community an sich. Ansonsten, bei der Evo an sich gab es kein neues Material, was man so irgendwie konform könnte. Also sprich, es ist einfach so, dass wir möglicherweise Wiederholungen haben werden. Ganz so viel Neues ist da nicht da. Allerdings hat dieser YouTuber zumindest eben halt auch Vegeta Super Saiyan Stufe 2 eben auch gecaptured. Sprich, den Kampf eben zwischen Vegeta und dem fetten Dönerbudenmann Buu. Richtig krass. Cool, wirklich. Und ich feiere das total. Wir sehen auch natürlich, wie hier Vegeta eben kämpft gegen den dicken Buu. Ich finde tatsächlich die Animation tatsächlich sehr gut gelungen. Einige von euch, und das könnt ihr mir auch natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, wenn ihr Budokai Tenkaichi 1, 2 und 3 gezockt habt und jetzt die Schläge euch natürlich bei Sparking Zero anschaut, wie empfindet ihr das? Weil sehr viele haben sich zumindest beschwert gehabt, eben beim Gameplay selbst, dass eben man bei dem Kampfspiel an sich bei Sparking Zero das nicht so krass, ja, mitfühlt, wenn da jemand geboxt wird zum Beispiel. Aber umso krasser, jetzt kommt der Spezialmovement richtig krank von Vegeta in der Baseform, als er auch gegen Pulpo gekämpft hat. Das war die Animation richtig krank geil. Und es sieht einfach fantastisch aus, das muss man einfach sagen. Das Game ist wirklich gut. Bislang, das was wir sehen, und ich finde ja auch die Animationen sind sehr, sehr gelungen. Zu Beginn muss ich sagen, habe ich die Animation tatsächlich echt sehr krass kritisiert. Also, das muss ich einfach hier nochmal an der Stelle anmerken. Und vorab auch noch gesagt, falls ihr jetzt noch nicht Instagram irgendwie bei mir folgt, dann tut das auf jeden Fall auf Twitch zum Beispiel, denn da kommen auch immer wieder neue Informationen oder könnt natürlich von meinem Privatleben mehr erfahren. Das ist so geisteskrank. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Es sieht einfach wunderschön aus. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut, wie das Spiel an sich ist, bislang aufgebaut ist. Und das ist halt einfach ein Kampf, den wir uns natürlich auch vorstellen oder vorgestellt haben.
wirklich krass. Ich hoffe natürlich, dass Vegeta sich irgendwie in den Super Saiyan verwandelt jetzt irgendwie. Das wäre natürlich gut. Das ist einfach krass. Und es sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Komm, jetzt irgendwie Super Saiyan, komm. Jawohl, nice. Richtig geil. Super Saiyan 2? Nee, Super Saiyan Stufe 1. Richtig heftig, ehrlich. Und jetzt kommt natürlich der Boost-Angriff mit dem Energiebällen. Wahnsinn, wirklich. Richtig gut gelungen. Und auch die Animation ist von dem Spiel an sich sehr, sehr gut. Also bei einigen Charakteren denke ich tatsächlich so, wow, richtig gut gelungen. Bei einigen ist ein bisschen noch, ja, Optimierungspotenzial auf jeden Fall da. Aber dennoch, alles, was wir so bislang sehen, ist etwas, worauf wir uns alle natürlich freuen dürfen. Und jetzt kommt wieder Super Saiyan Stufe 1. Das ist Super Saiyan Stufe 2, weil wir die Blitze sehen. Richtig geil. Richtig, richtig krass. Okay, und das ist noch ein Finisher, liebe Freunde. Das hat er, sprich Vegeta, gegen Kid Buu verwendet. Und jetzt natürlich den Final Flash. Richtig krank, ehrlich. Und Buu ist down. Heftig geil. Das ist zumindest jetzt ein Gameplay zu Vegeta gegen den fetten Buu. Was haben wir noch? Auf das werde ich jetzt definitiv auch noch im Folgenden eingehen. Ansonsten haben wir hier auch nochmal Vegeta, der sieht einfach so geisteskrank gut aus. Sorry. Was für ein schöner Charakter, es ist einfach so. Und C18, zu der werden wir auf jeden Fall auch noch Näheres erfahren, nämlich in der, aha, genau, die Attacke gegen, wie gegen Pui Pui Pui, richtig heftig, echt. Sieht einfach fantastisch aus. Vegeta in der Z-Endform, liebe Freunde, ist für mich einer der geilsten Charaktere überhaupt, finde ich. Und was auch dazu kommt, das hat nicht nur damit zu tun, weil ich ein Fanboy von Vegeta oder so bin, sondern ich finde, von den Supercharakteren her, finde ich die in den meisten Fällen, oh mein Gott, Big Bang Attack. Wie krank sieht das denn bitte aus? Holy shit, wie krank sah das denn bitte aus? Das sah richtig übel aus. Und jetzt? Oh mein Gott, ey, richtig krass. Was ich sagen wollte, ist, dass die Supercharaktere relativ dünn geraten sind. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Z-Charaktere finde ich deutlich besser. Und hier sehen wir natürlich auch, wie krass Vegeta hier eben gegen Son Goku kämpft. Das sieht einfach so dermaßen geil aus. Für mich auf jeden Fall mein absoluter Lieblingscharakter. Und mit dem werde ich auch unnormal viel spielen. Einfach nur krass, wirklich. Auch die Attacken hier. Alles Cinematic übrigens. Also es ist sehr, sehr stark von den Anime-Serien adaptiert. Und was auch dazu kommt, und das möchte ich hier auch ganz klar anmerken. Und zwar ist es so, dass die Soundeffekte, ihr hört die jetzt zwar nicht, aber durch mit dem Schlagen unter anderem und so weiter, es wird, oh mein Gott. Yo, diese Attacke kennen wir. Die hat der gegen Kid Buu angewendet. Richtig krank, ehrlich. Und zwar wollte ich sagen, dass die Soundgeräusche, wenn ihr wen angreift unter anderem, die wurden größtenteils von Budokai Tenkaichi 2 und 3 übernommen. Das heißt, die Soundeffekte unter anderem sind hier quasi fast identisch, kann man sagen, wenn man wen schlägt unter anderem. Unfassbar, wirklich, mir fehlen die Worte, wie heftig das Spiel einfach nur ist. Sieht wirklich richtig gut aus. Und jetzt gegen Son Goku, Digga, das sieht so heftig aus. Oh mein Gott, Digga. Jetzt macht doch ein Finisher oder so, Digga. Oh mein Gott, Alter. Wie krass sieht das bitte aus? Lol, der rastet ja richtig aus. Lol, ey. Digga, der ist stirbt gleich. Vegeta ist schon fast am Abkacken. Und trotzdem greift er ihn so an. Digga. Second Form, Digga. Das sieht so heftig aus. Sorry, ist aber so. Second Form, Vegeta ist so dermaßen krank, Mann. Genau so ein Vegeta wollen wir, Freunde. Nicht anders. Wirklich richtig gelungen, ehrlich. Die Angriffe und so, das sieht einfach heftig aus, wirklich. Wahnsinn. Und der hat auch nicht mehr viel. Also, Digga, der wird gleich sterben oder so. Nee, stopp, falsch. Seine Ki lädt. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wie heftig muss der Typ bitte sein. So heftig. Jetzt einen ganz normalen, klassischen Final Flash. Richtig krass. Und nochmal eine Ki-Attacke. Digga, wie krank. Wirklich heftig. Wirklich heftig. Also, jetzt ist er wieder vollgeladen. Oh mein Gott, Digga, das ist so heftig. Heftig, Digga. Das sieht so heftig aus, ohne Scheiß. Dieser Angriff ist so heftig, ne?
Das hat er gegen, welchen Buu hat er das nochmal angewendet? Ich vergesse mal seinen Namen. Majin Buu, Gohan Buu oder so, ne? Irgendwie so. Digga, das ist so heftig. Und jetzt Super Saiyan Stufe 2, Digga. Das ist so heftig. Zu krank, wirklich. Wirklich gelungen. Muss man einfach sagen. Ist wirklich gelungen. Okay, Freunde. Das ist so das Gameplay an sich zu Vegeta Super Saiyan Stufe 2 Endform. Also, das ist, glaube ich, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es sieht verdammt geil aus. Es sieht verdammt geil aus. Und achtet mal bitte hier. Digga, guckt euch das mal an. Muss ich dazu was sagen? Guckt euch das mal an. Wie heftig, bitte. Digga, das sieht so dermaßen gut aus. Sorry, aber... Boah! Digga, was ist das bitte? Wie krank? Ohne Scheiß. Okay, Freunde, ich verlasse euch jetzt hier in diesem Video. Lasst mir mal Abo und Like da, haut rein und bis zum nächsten Mal. Wie geil ist das bitte mit Bandai Namco gemeinsam für dieses Game, für dieses geisteskranke Spiel einfach zu kooperieren. Mua. Bombe. Haut rein und bis dahin. Und für neue Informationen und Co. kommen sowieso. Ihr wisst ja Bescheid.